Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von The Forest. Wir haben heute zwei Aufgaben zu erledigen und nur diese beiden. Die erste Aufgabe ist, wir wollen den einen Raum noch freisprengen in der einen Höhle. Ich glaube, das war in der vorletzten Höhle, in die wir gegangen sind. Und die zweite, viel wichtigere Aufgabe ist natürlich, das Sinkhole zu erkunden und Rache zu nehmen an den Dickwanst, der uns so eine Schmach erteilt hat. Und mittlerweile sind wir gut gerüstet. Ich schaue noch mal kurz ins Inventar. Es ist früher Morgen. Wir haben 4 getrocknete Fleischarten. Wir haben nur 3 Lizards und ein Häschen. Können wir denn den noch mitnehmen? Wir können nur 3 Lizards mitnehmen. Wir müssen auf alle Fälle was essen. Wie jedes Mal nach dem Aufstehen. Wir haben genug Wasser. Hallo Metzi, du bist ja schnell da, Mensch. Ist ja unglaublich. Dann können wir nochmal ein Fleisch mitnehmen. Getrocknet. Wir haben hier noch ein frisches Fleisch. Das passt schon. Aber kein Häschen mehr. Na gut, dann müssen wir mit diesen Fleischarten hier auskommen. Ich denke mal, wir haben ja auch noch genug Snacks hier. Dann machen wir uns ohne viel Gerede gleich mal auf den Weg. Ich trinke noch mal was. Da hinten ist noch ein Schlückchen drin. Und dann, wir haben 3 Stangen Dynamit. Das ist gut. Dann machen wir uns schnellstmöglich auf den Weg. Und zwar müssen wir zu der, haben wir hier nicht irgendwo, zu der roten Flagge. In diese Richtung müssen wir. Und auf dem Weg haue ich noch ein paar Bäume. Und was mir jetzt hier gerade auffällt ist, das ist ja doof. Wir hatten doch unsere Axt. Deswegen hat mich das beim letzten Mal so gestört. Wir haben die doch abgegradet. Und da steht auch 18 Federn und 12 Zähne. Aber angezeigt wird nichts mehr, komischerweise. Können wir da nochmal upgraden? Nö, da sind wir schon voll. Und er zeigt nichts mehr an. Deswegen habe ich in der letzten Aufnahme, als die gestartet ist, war ich da etwas perplex, weil mir die Axt nicht mehr so zugesagt hat. Ich weiß nicht, warum die weg sind, aber ich verbuche das einfach mal unter Bug. Und da laufen schon wieder welche herum. Mann, 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 wie lange spiele ich jetzt? 3 Minuten? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, wir sind irgendwie in einer riesigen Metropole. Da vorne schon wieder. Sind das die gleichen, oder? Die laufen immer vor uns her. So, Stäbe haben wir genug. Weil ich mir später dann, wenn wir im Sinkhole unten sind, dann will ich mir auf alle Fälle ein Zelt bauen. Was gibt es hier denn? Einen Topf, den wir mitnehmen. Ein Zelt bauen, damit wir speichern, bevor wir uns auf die beiden Dickwanste einlassen. Keine Lust, dass wir dann sterben. Das wäre nämlich dann der zweite Tod und dann müssen wir wirklich neu laden. Das wäre dann richtig doof. Auf dem Weg jetzt hier zu dem Loch könnte ich noch Ausschau halten, vielleicht nach dem ein oder anderen Hasen, die wir dann frisch verbraten. Oder da sind wir ja eh schon. Ui, ging ja schnell. Und wir müssen jetzt, genau, wir müssen jetzt hier bei der roten Flagge in den Tunnel und später, um dann in die Grube hier zu steigen, müssen wir dann in das andere Loch. Aber hier bei der roten Flagge, da haben wir eben noch eine Wand, die es zu sprengen gibt. Und ohne die gehe ich heute nicht heim. Schließlich will ich wissen, was dahinter ist. Wahrscheinlich gar nichts. Lohnt sich überhaupt nicht. Aber dann wissen wir wenigstens Bescheid. So, das war hier. Gibt es hier noch irgendwo Häschen oder so? Zufällig rumlaufen? Nö. Dann machen wir uns auf den Weg. Ui, da wäre ich fast hier runtergefallen.
Normalerweise müssten hier keine Gegner mehr sein. Hi Tim, schön, dass du auch wieder dabei bist. Bin ja heute etwas früher dran als sonst, aber es hat sich gerade so ausgegangen. Ah, das war hier, wo wir nochmal runter müssen. Also wie gesagt, normalerweise dürften hier keine Gegner mehr sein. Jedenfalls war es bisher so, wenn wir die einmal erledigt haben in den Höhlen. Außerhalb ist es wieder was anderes. Aber in den Höhlen, dann bleiben die auch weg. Was meiner Meinung nach ganz gut ist. Oh, müssen wir hier hin? Hä? Wusste gar nicht mehr, dass wir hier tauchen müssen. Na dann. Ja, ganz, wow, ganz kurz. Da können wir auch gleich nochmal speichern, wenn wir schon da sind. Ich meine, wir nutzen jede Gelegenheit. Ja, Tim, wir suchen den Timmy, allerdings müssen wir jetzt erst hier suchen wir noch nicht, wir müssen erst noch eine Wand sprengen, die ich beim letzten Mal nicht geöffnet bekommen habe, weil ich kein Dynamit dabei hatte. Die sprengen wir noch und dann müssen wir in die andere Höhle und in der anderen Höhle, dann suchen wir Timmy und da waren wir gestern ja schon ordentlich weit, haben es also schon weit gebracht, bloß dann sind wir ganz unten am Sinkhole, sind wir dann ja aufgerieben worden von zwei so Dickwanzen und wir hatten keine Bomben und nichts mehr mit dabei, dann sind wir gestorben und jetzt sind wir neu gerüstet, neu ausgerüstet und bestückt und werden uns heute mal um die beiden Dickwanzen kümmern und ich weiß nicht, was dann dahinter ist, aber das werden wir dann herausfinden. So, hier war es, genau, da mussten wir vorne dann links zu der Hacke, zu dem Steigeisen. Und rechts ging es hoch. Genau, rechts ging es hoch zu der Wand. Da hängt übrigens jetzt wieder eins drin, komischerweise. Wer die immer nur hinhängt, können wir nicht nochmal nehmen. Einmal ist genug. So, dann klettern wir hier hoch. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Und ich verwechsel hier nicht irgendwas, aber das müsste normalerweise schon richtig sein. Da vorne müsste dann irgendwo... ...die Wand kommen. Ciao Metzi, wie gehst du schon wieder, Mensch? Nochmal hoch. Und hier ist die Wand. Genau. Gut, dann ich hoffe, ich schaffe das jetzt auch irgendwie und mache hier keinen Quatsch. Richtiges Zirpen in den Ohren hat man da, weil die wahrscheinlich zu nahe dran waren. Gehen wir hier mal durch und hier könnten theoretisch... Jep, da vorne sehe ich ja schon hier was. Können wieder Gegner sein. High Explosive. Euch machen wir jetzt vielleicht einfach so. Haben wir alle erwischt? Nö, da krabbelt noch einer. Da vorne schläft wieder einer, den bekommen wir vielleicht, wenn wir uns schleichen. Können wir gar nicht kaputt machen hier. High Explosives Dangerous. Vielleicht sind hier nochmal irgendwo Dynamitstangen versteckt. Das wäre sehr gut. Was haben wir hier? Boost können wir gebrauchen. Ein ganz schreckliches Geräusch, was hier im Hintergrund immer trötet.
Was ist das hier? Munition. Ah, Munition nochmal. Und Zwillinge sind, Quatsch, Zwillinge, Geschwister sind vermisst. Habe ich das gerade richtig gelesen? Ui, der schnarcht aber ganz schön hier. Irgendwas mit Geschwister. Ist jetzt nicht mehr da, komischerweise. Na gut. Bußnehmer mit können wir immer gebrauchen. Die Kisten machen kaputt, sobald wir uns um die hier gekümmert haben, die da vorne stehen. Damit wir hier in Ruhe nochmal erkunden können. Da sind sogar zwei. Dann schleichen wir uns mal an. Sehr gut. Alle beide tot. Irgendwo ist noch einer. Jedenfalls höre ich jemanden atmen. Ist offenbar eine größere Höhle. Wir schauen mal, ob wir hier in den Kisten irgendwas Gutes finden. Außer was zu trinken. Ich dachte jetzt eher hier an Dynamitstangen, Mensch. Das wäre natürlich super. Sehr enttäuschend, Mensch. Da ist ja nirgends was drin. Jetzt hänge ich auch noch. Nein, die sind alle leer. Schade, hier oben vielleicht. Ah, wie sieht es denn hier aus? Hier ist etwas Wasser. Da geht es auf alle Fälle weiter. Ich höre ständig jemanden marschieren. Nö, das war wohl nichts hier mit den Kisten. Mehr gibt es hier nicht in dem Lager. Dann gehen wir erstmal da vorne nach rechts. Ist offenbar doch größer als ich gedacht habe. Ich dachte, wir öffnen hier kurz mal den Steinverschlag. Da geht es auch nochmal weiter. Da geht es jetzt noch rechts und nach links. Ah, und nach rechts, da kommen wir zu einem Bereich, bei dem wir schon mal waren. Dann gehen wir zuerst mal rechts und schauen uns den an. Wir müssten irgendwo rauskommen, wo wir schon mal waren. Komisch, dass wir hier, als wir die andere Höhle dann erforscht haben, dass wir hier nicht runter sind. Hi Cell, willkommen im Stream. Sehr seltsam. Ist hier vielleicht auch irgendwie... Oh, Tentakelwesen. Ah, da sind wir beim Tentakelwesen. Na gut, was machen wir jetzt mit dir? Ich will meine Explosives hier nicht. Vielleicht können wir das Tentakelwesen irgendwie runterfallen lassen hier. Dass er uns nachgeht, wenn wir runterklettern. Ich wechsle mal auf den Speer. Und wir wechseln, hoppla. Wir wechseln jetzt auch mal hier vom Speer auf das Samurai-Schwert. Weil ich endlich lernen muss zu blocken. Zack. Hallo, German Girl. Schön, dass du auch da bist. Jetzt zünd halt endlich an. Wie lange brauchst du denn? Ah, da sind andere auch noch mit dabei. Es wäre natürlich gut, wenn wir die irgendwie umgehen könnten. Ich gehe hier mal rechts rum. Vielleicht. Aber das wird nicht klappen. Oh, doch hier vielleicht.
wo kommen wir denn da jetzt hin? Da ist ja wieder komplett. Ich wollte doch gar nicht so. Oh, komplett anderer Bereich nochmal. Ich wollte doch gar nicht mehr so viel Zeit hier verbringen. Auf alle Fälle waren wir hier noch nicht. Ey, da geht's jetzt. Da geht's jetzt nochmal weiter. Wo sind wir denn? Dann können wir jetzt geradeaus gehen. Und da geht's wieder nach oben offenbar. Dann gehen wir erstmal geradeaus. Durch diesen kleinen See hier. Nur Getränke. Sieht mal was. Kein Dynamit. Dynamit wäre es, was wir brauchen. Nicht aufmachen. Dann gehen wir hier mal weiter und schauen, wo wir rauskommen. Oh Mann, gut, dass ich keine Platzangst habe. Da ist die Decke ja unglaublich tief hier. Hi, Jojo. Schön, dass du auch mit dabei bist. Und da müssten wir irgendwo jetzt dann rauskommen, wenn ich die Karte richtig gelesen habe. Irgendwo hier vorne. Hier liegen noch Münzen. Das haben wir hier. Nochmal was zu trinken. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt geht's hier nochmal weiter. Da geht's jetzt links. Und wenn wir links gehen, dann kommen wir zu einem Bereich, den wir schon erkundet haben. Wow, okay. Alles in Ordnung. Dass wir hier nicht weitergegangen sind, das verstehe ich nicht. Normalerweise bei der alten Höhle müssten wir das doch entdeckt haben hier. Ich habe das bestimmt irgendwo übersehen. Und jetzt sind wir im Bereich, den wir schon entdeckt haben, ja. Das habe ich offenbar komplett übersehen hier. Hier ist auch keiner mehr. Richtig. Okay, dann gehen wir hier wieder zurück. Haben wir ja schon geklärt hier. Da brauchen wir nicht weitergehen. Was ich heute mache, Jojo. Wir haben noch eine Höhle jetzt entdeckt, die wir kurz noch erkunden wollen. Und die hat sich gerade rausgestellt, ist etwas größer, als ich noch dachte. Und sobald wir die erkundet haben, machen wir uns auf den Weg in Sinkhole. Weil wir da letztes Mal so kläglich gescheitert sind. Und da wollen wir dann heute etwas Vergeltung üben an den zwei Dickwanzen, die uns da ordentlich den Hintern versohlt haben. Aber dazu müssen wir dann in eine andere Höhle. Ja, ja, wenn hier das Licht ausgeht, ne? Und hier geht's raus. Aha, dann schauen wir kurz auf der Karte, wo wir rauskommen. Oh, Fledermäuse. Und es ist nass. Mal wieder. Ach, jetzt sind wir da unten. Hui, da sind wir ja ganz schön weit gegangen. Schnell wieder rein, bevor wir... Ja, jetzt sind wir schon kalt und nass. Ruckelzuckel. Gut, dann sind die beiden Wege geklärt. Dann gehen wir nochmal zurück. Und einen, was schlackerst du denn hier? Wer hat dich denn hier angestoßen? Und dann gehen wir nochmal hier zurück. Ah, durch den engen Gang, ich hasse das. Wenn hier die Decke so niedrig ist.
durch das Wasser, richtig? Ich habe ja einen Orientierungssinn wie kein zweiter. Da müssen wir durch das Wasser und da vorne dann nochmal links. Hier runter, da geht es offenbar auch noch weiter. Ich zünd mal die Fackel an. Die wärmt uns dann wenigstens. Können wir den hier? Du hast ja überhaupt keinen Stoff mehr. Was denn jetzt? Ah, hier ist wieder alles nass offenbar. Das heißt, wir können die Fackel nicht anzünden. Ärgerlich. Aber Hauptsache, der Bogen spendet Licht. Auf den kann man sich verlassen. Wir müssen jetzt etwas vorsichtig sein. Hier waren wir noch nicht. Das heißt, hier können irgendwo auch noch Gegner lauern. Oder Köpfe. Sind wir richtig? Da gibt es ja ein riesen Loch in der Mitte. Kommen wir hier auch zu dem Sinkhole? Hä? Oder ist hier Endstation? Hier haben wir ein Bild oder sowas. Gott, ein Kreuz und ein Bild des Sinkholes. Was immer das bedeuten mag. Ich bin da ja immer ganz schlecht im Interpretieren. Ist das hier irgendwo zu sehen? Da ist es. Seltsame Kombination. Dann hier haben wir einen Überlebenden, wollte ich gerade sagen. Einen Nicht-Überlebenden, der ein Dynamit in der Hand hat. Können wir hier vielleicht was sprengen? Hier geht es auf alle Fälle durch. Dann gehen wir mal durch. Und auf der Karte sieht das so aus, als wären, würden wir hier im Sinkhole ankommen. Das kann aber nicht sein, oder? Jetzt sind wir ja in der falschen... Da sind wir in der falschen Höhle. Und nochmal Dynamit. Ha! So viel Dynamit, dass wir gar nicht mehr tragen können. Tatsächlich, jetzt kommen wir hier raus. Können nicht weiter hier. Wie lange ich heute online bin, wahrscheinlich so, denk mal, 2 Stunden oder so wird es schon werden. Oh, jetzt ist uns auch noch kalt. Okay, hier geht es auf alle Fälle nicht weiter. Aber gut zu wissen, dass es hier Dynamit gibt. Und jetzt haben wir auch genug, dass wir uns vielleicht noch den Dicken erwehren können mit Dynamit, wenn uns die Explosives ausgehen. Hier geht es ja nicht weiter. Dann können wir jetzt zurück. Nochmal. Der einzige Weg, der jetzt noch nicht erkundet ist, ist der, wo die, die Tentakel vorhin waren. Und da schauen wir dann mal auf die Karte, ob es dort überhaupt weitergeht. Ansonsten würde ich die gerne umgehen, weil ich schon so gespannt bin auf das Sinkhole. Ich will endlich Vergeltung üben für die Schmach, die uns angetan wurde. So, das war hier vorne. Genau, da müssen wir jetzt etwas leiser sein. Vielleicht sollten wir auch noch was essen vorher. Spoiled können wir gleich mal wegschmeißen. Das brauchen wir nicht. Ich warte noch mit dem Essen, bis der Bauch komplett leer ist. Feuer aus. So, der steht hier. Und ich schaue mal kurz auf die Karte. Und da kommen wir auch wieder zu einem Bereich, bei dem wir schon waren. Okay. Oh, da bin ich kurz erschrocken. Wir verziehen uns hier. Oder auch nicht. Doch, wir verziehen uns. Tschüssi. Uiuiui. Dann, wenn der hier oben schon wartet. Oh, hier ist aber recht laut, da machen wir jetzt kein Lagerfeuer. Da schreit er noch. Und ärgert sich,
dass wir ihm entwischt sind. Dann gehen wir hier mal zurück und suchen unseren Weg raus hier aus der Höhle. Oh, da ist noch einer. Mist, jetzt haben wir ihn geweckt. Hallo. So, alleine wegen dir? Sollen wir ein Feuer machen? Hier wäre ein guter Punkt, um ein Feuer zu machen. Auf alle Fälle. Da sind die Sachen wieder da, komischerweise. Dann machen wir kurz ein Feuer, damit wir uns wieder aufwärmen. Oh, da schreit wieder jemand. Da ist ja doch noch einer. Da sind noch zwei. Ja, dann kommt mal her, meine Freunde. Mitten durchs Feuer am besten. Der hat aber ganz schön ordentlich stramme Wadel hier. Na, du könntest doch jetzt zu brennen anfangen, Mensch. Dann bekommen wir nämlich nochmal ein paar Knochen mehr. Komm her. Mit deinem Knüppel hier. Na. Ah, Mann. Bleib hier. Bleib hier. Ich will dein Freund sein. Ich höre hier nochmal ein. Irgendwas Dickes höre ich gerade. Irgendjemand stampft hier. Ich hoffe, hier ist kein Dicker. Uiuiui. Wir müssen uns auch mal die Namen merken. Dann schauen wir hier einmal nach, wie die heißen. Zweimal und irgendwo muss noch einer liegen, hier drüben. Während die hier schön vor sich hin brutzeln. Oh, wir müssen was essen. Essen wir einen kleinen Hasenbraten. Fühlen uns wieder fit und schauen kurz im Buch nach, wie die heißen. Wir haben die Virginia. Haben sie Cowman. Ah, Cowman heißen die. Das kann ich mir sowieso nicht merken. Für mich ist das der Dicker. Der Dickerchen. Was kann man denn sprengen? Tim, habe ich da was übersehen? Und falls ja, dann werde ich wahrscheinlich schon weit wieder hier zurück sein. Durch die Verzögerung im Stream ist das ja immer etwas doof. So, wir bauen uns noch die Rüstung. Und die Aufregung steigt jetzt. Wenn wir uns Richtung Sinkhole begeben. Da müssen wir aber nochmal hier raus. Wer trommelt denn hier? Ist ja auch neu, dass hier getrommelt wird. Ist ja wie bei Herr der Ringe in Moria. Uiuiui. Hier ist auch nochmal Munition. Jetzt haben wir aber viel Munition. 15 Munition schon. Wir haben leider keine Knarre. Die haben wir noch nicht zusammengebaut. Ein Tipp, Jojo. Immer her damit. Solange es kein Mega-Spoiler ist, bin ich für jeden Tipp dankbar. So, jetzt wird es wieder laut. Bloß nicht in die Grube fallen. Dann können wir hier gleich nochmal speichern, wenn wir schon da sind. Das hat auch sein Gutes.
hier geht es ja erst nochmal raus. Oh, es ist mitten in der Nacht, wie passend. Eieiei. Das ist natürlich doof. Wenn du die Knochenrüstung machst, dann drück, wenn du die Knochen nimmst, Steuerung, dann hast du alle. Was? Dann habe ich alle 6 gleichzeitig oder 7 gleichzeitig drin. Ach so, wenn ich quasi hier unten hier drück. Jetzt habe ich ihn in die Hand genommen. Jetzt drücke ich gerade Shift, Steuerung. Da wird aber trotzdem nur ein Knochen. Oder wenn hier alles zusammengebastelt ist und dann mit Steuerung vielleicht. Können wir ja mal ausprobieren. Wer hat hier schon wieder das Licht ausgemacht? Gut, wir können noch. Mist, jetzt können wir nicht rasten. Ärgerlich. Na gut, dann speichern wir mal. Und da warten wir jetzt nicht lange. Wir marschieren gleich mal Richtung Höhle. Richtung Sinkhole. Ja, Richtung Höhle besser gesagt. Ich bin gespannt, ob wir diesmal die beiden besiegen werden. Und ich hoffe, da kommt dann nicht nochmal was Größeres. Dann bin ich nämlich mit meinem Latein am Ende.